Schreckliches Drama im Rostocker Hansaviertel. Auf der Baustelle des Universitätsklinikums in der Schillingallee hat sich am Dienstagvormittag ein tödlicher Arbeitsunfall ereignet. Ums Leben kam dabei ein 61-jähriger Mann. Beim Abladen einer für den Bau einer Treppe vorgesehenen tonnenschweren Betonplatte von einem Lastwagen konnte ein Spanngurt das Gewicht offenbar nicht mehr halten und riss. Die Platte kippte seitlich vom LKW-Anhänger und traf den dort stehenden Bauarbeiter. Der Mann war sofort tot. Die Unglücksstelle wurde nach dem Unglück sofort abgesperrt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen. Auch Sachverständige der DEKRA und des zuständigen Arbeitsschutzes ermitteln zu den näheren Umständen.